Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Lukas hier aus den Science Studios. Dieses Video heute steht ganz im Zeichen des Peak-Time-Techno-Sounds von Bartskills. Und dieser Sound, und ihr sucht euch jetzt besser was, wo ihr euch festhalten könnt oder schnallt euch richtig gut an, denn das Ganze klingt so. Wir haben ein neues Template veröffentlicht, das gibt es jetzt bei uns im Shop mit dem Namen Sounds Like Bartskills. Und darin geht es genau um diesen Peak-Time-Sound, den Bartskills eben macht. Er ist Member der Drumcode-Family und ist spätestens seit seinem Track Your Mind mit Adam Beyer zusammen wirklich jedem aus unserer Szene ein Begriff. Wir gehen direkt mal rein in den Track und wir werfen als erstes mal so einen groben Überblick auf das Arrangement, sehen uns dann die Drums an und dann untersuchen wir mal, wie es Bartskills schafft, diesen unglaublich überdimensionierten, riesigen Big Room Sound hinzubekommen, der ihn so auszeichnet. Und ja, wie ihr das auch schaffen könnt, das können wir eben an diesem Template ablesen. Wir gehen direkt mal rein. Natürlich müssen wir uns erstmal anhören, was wir hier vor uns haben. Und das tun wir und starten erstmal hier ab Takt 65, aktivieren alle Spuren und los geht's. Ich möchte euch mal so einen kleinen Kontrast bieten und wir springen nämlich jetzt mal ein Stück weiter zu Takt 105, einfach um so ein bisschen zu verdeutlichen, welche Progression bis dahin durch diesen Track ja, geschehen ist. Dadurch entsteht schon so ein gewisses Stimmungsbild, womit wir es hier zu tun haben. Es ist eben dieser Big Room Sound, also einfach alles sehr, sehr fett und für die große Bühne gemacht. Dieser Track will auf einer großen Anlage gespielt werden und wir werden auch feststellen in den Percussions und den Effekten, ist überall zu sehen, dass ja, die ganze Struktur des Tracks und der gesamte Aufbau darauf ausgelegt ist, ein Gefühl zu erzeugen, was so von einer ja, quasi übermenschlichen Größe und Weite zeugt. Und die Hauptdarsteller in diesem Track sind die Kick, die Bassline und dieser perkussive Synth, den man gehört hat. Da gehen wir später noch drauf ein, aber den Fokus wollen wir erstmal darauf setzen, wie diese Atmosphäre zustande kommt. Und das ist stark bedingt durch die Percussions. Bevor wir die Percussions allerdings unter die Lupe nehmen können, müssen wir natürlich die Kick einfach mal kurz untersuchen. Unsere Kick setzt sich in diesem Track aus drei Elementen zusammen. Und zwar einmal grundlegend die Kick. Dann sind es noch zwei Hi-Hats, die darauf gelayert sind. Einmal Hi-Hat 1 und die zweite. Bei der ersten Hi-Hat hören wir, die ist viel räumlicher, viel stereobreiter, bisschen tonaler und hat in dem Fall den Zweck, auch in der Kick schon so ein Gefühl von Räumlichkeit zu erzeugen. Aber ganz praktisch, dass das in den Höhen passiert und nicht im Bassbereich. Wir haben hier keine typische Rumble-Kick. Denn diese 16-Bassline, die braucht eben sehr, sehr viel Platz. Da könnten wir mit einer Rumble-Kick das Ganze nicht so gut vereinen. Die Kick hat trotzdem einen relativ langen Tail, aber ist eben nicht diese typische Warehouse-Rumble-Kick. Durch die zweite Hi-Hat bekommt diese Kick einfach noch ein bisschen mehr Transient. Die ist so sehr noisy und dadurch setzt sich das Ganze einfach viel, viel besser durch. Und wir werden später sehen, dass in der Verbindung mit der Bassline das Ganze eine unglaublich gute Wirkung hat. Ich habe uns jetzt die Drumgruppe mal isoliert. Und wir hören uns das Ganze mal von Takt 77 über Takt 81 an und achten mal so ein bisschen drauf, was da passiert. Da erleben wir so einen ziemlich interessanten Switch, weil einfach die Open Hi-Hat komplett ausgetauscht wird und sich dadurch die Klangcharakteristik einfach mal komplett ändert, von einem auf den anderen Takt. Und das hat in diesem Track ja den Zweck, dass das Ganze bis dahin möglicherweise relativ
monoton geworden ist, beziehungsweise werden würde, wenn es so weiterginge. Und dann passiert einfach dieser komplette Wechsel. Das heißt, die Abwechslung passiert in den Percussions. Allgemein können wir sagen, dass auch sehr viele der Percussions, denn wir sehen, wir haben wirklich, wirklich viele Percussions hier in diesem Track. Ich meine, die Kick setzt sich allein aus drei Elementen zusammen, aber auch alles weitere sind schon viele Percussion-Loops wie Acoustic Drums, Drum-Loop hier, Perk-Loop, die nicht sonderlich im Vordergrund stehen, also keines dieser Elemente. Vielleicht noch dieser Bandier, das ist so ein, das klingt so ein bisschen, als wenn man gegen so eine Metalltonne schlägt. Und der hat eine Funktion, der arbeitet nämlich zusammen mit dem Synth als, ja, als Response eigentlich. Das heißt, der ist wirklich funktional eingesetzt und der setzt sich auch deutlich besser in den Vordergrund durch. All das hat wirklich den Zweck, dass sich die Kick, die Synths und die Bassline und diese wenigen Percussions, die sich vordergründig durchsetzen, dass die sich in so ein atmosphärisches Bett eigentlich legen können, was denen so eine unglaubliche Dimension, Breite und Größe verleiht. Also man hört diesem Track einfach an, dass er auf einer großen Anlage gespielt werden will, dass er auf eine große Festivalbühne gehört und das, ja, entstammt eben all diesen Elementen, die mit sehr viel Reverb versehen sind, mit super viel Delay auch, einfach alles so räumliche Effekte, die dazu halt beitragen. Das Ganze setzt sich noch weiter fort, wenn wir jetzt die Effekte hinzunehmen. Dafür hören wir jetzt mal hier an der Stelle 105 rein, Takt 105. Das ist eigentlich so die Klimax des Tracks, also der absolute Höhepunkt von diesem Track. Wir haben nach wie vor erstmal nur die Drumgruppe isoliert. Und wenn wir jetzt noch die Effekte hinzunehmen, hier die Gruppe SFX, wir hören direkt, da ist so ein unglaublicher Hype einfach, der abgeht. Also da wird sehr, sehr viel Energie einfach übertragen und das passiert durch kein alleinstehendes Element. Es ist nicht eine Synthline, es ist nicht eine Percussion, die irgendwie besonders groovy ist oder so, sondern es ist diese Sammlung an atmosphärischen, ja, aufreibenden Elementen eigentlich. Also wenn wir die Gruppe mal öffnen, stellen wir schon fest, das sind allein 13 Spuren, die nur für Noises und Atmos zuständig sind. Wir haben eben hier diesen Noise Riser. So ein Rising Tone. Ein Saw Uplifter. Wir haben Frösche hier dabei. So ein Mecha, also so ein mechanisches Klirren. Und ganz besonders die Crowd Effects, also das ist im Prinzip einfach ein Publikum und ja, damit steuert der Track genau dahin, wo er hin möchte. Er möchte auf die großen Bühnen, er möchte dahin, wo das Publikum ist, auf die Festivals und das kommuniziert er eben so ganz subtil in seiner Atmosphäre bereits. Das ist kein Element, was man überhaupt bewusst wahrnehmen könnte. Wir hören uns aber mal an, wie es sich anhört, wenn wir das Ganze einfach wegnehmen. Und der Track wird damit spürbar ein Stück leerer. Es fällt so eine Layer weg. Und die ist ja dafür eben sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass sie da ist, weil es genau diesen Effekt eben verstärkt von Überdimensionierung, von Größe und Breite, den dieser Track halt braucht, um so funktional zu sein, wie er ist. Es kommen noch weitere Effekte hinzu, und zwar Atonal High, der Perk Synth, Noise Hall und Siren. Und das sind ja alles Effekte, die alleine genommen irgendwie fast lächerlich sein könnten. So eine Sirene. Also, das würde man nicht in den Vordergrund seines Tracks einbauen. Oder unwahrscheinlich. Aber in dem Fall funktioniert es eben total gut. Um diese Summe
an, ja, so Hype-generierenden Atmo-Elementen zusammenzustellen. Wenn wir die Special Effects mal im Verbund anhören. Da kann man ja kein Element so richtig eindeutig raushören, außer diesen tonalen Riser vielleicht. Aber die Summe macht es am Ende. Und wenn wir jetzt auch wieder den Gegenvergleich machen, wir aktivieren alle Spuren bis auf die Effekte. Und jetzt mit den Effekten. Dann erfüllen die ja einfach eine sehr, sehr wichtige Funktion. Nämlich genau das. Einfach diese Hintergrundatmosphäre zu schaffen, die einen einfach zum Tanzen animiert und ja, die einfach Bock auf große Festivals macht und auf eine große Anlage, wo dieser Track gespielt werden soll. Wir haben jetzt mit den Drums und den Effekten die zwei größten Gruppen abgedeckt und das ist ja schon ziemlich vielsagend für diesen Track, dass eben so Begleitelemente, wie es eigentlich Percussions und Effekte ja eigentlich sind, einen so großen Raum einnehmen in so einem Track. Und dass hingegen die Synths und die Bassline, bei der Bassline ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass sie so wenig Platz einnimmt, allerdings, dass die Synthesizer so auch so funktional ausgerichtet sind, das ist schon ungewöhnlich und da werden wir jetzt als nächstes mal einen Blick drauf werfen. Ja, die Synths sind einfach so perkussive Synth-Shots, die melodisch wirklich gar nichts Anspruchsvolles spielen, spielen einfach immer dasselbe Fizz, durchgehend. Und hinzu kommt eben noch dieser Perkshot, dieser metallische Perkshot. Der nochmal eine andere Tonalität einfach reinbringt. Aber viel mehr passiert da melodisch auch gar nicht. Und wir werden jetzt mal noch aufs Sounddesign gerade einen Blick werfen. Das entstammt hier dem Wavetable. Es gibt das Template in zwei Varianten. Wenn ihr es kauft, dann bekommt ihr einmal das Ganze als Ableton-Only-Version, wo alle Sounds im Wavetable entstanden sind, und einmal eine Serum-Version. Da findet ihr die Synth-Shots und Bassline und so alles in Serum. Wir sehen in den Processing-Ketten der Sounds auch hier schon, dass unglaublich viel Reverb verwendet ist. Also wir haben Reverb, dann ein Delay, dann ziemlich starkes EQing nochmal, um einfach die Stereobreite noch zu erhöhen, sind hier die Seiten nochmal geboostet, unten eher die Mitten nochmal geboostet, dann wieder ein Reverb, noch ein Reverb und nochmal ein Filtering, was aber nur im Intro eine kurze Automation macht. Allein das ist schon so außergewöhnlich, drei Reverb-Plugins in einer Processing-Kette zu haben, plus ein Delay und dann eben auch auf der Gruppe tatsächlich nochmal so ein Echo, ein Ping-Pong-Echo und nochmal eine Dimensionserweiterung mit Delay. Das ist schon, ja, es ist schon ziemlich bezeichnend, worauf der Fokus hier einfach gelegt ist. Es ist nämlich, überdimensionierte Weite zu erzeugen. Und das kriegt dieser Synth-Shot halt auch wunderbar hin. Der Raum, in dem der klanglich angelegt ist, klingt einfach unnatürlich groß. Und das ist hier natürlich der total gewünschte Effekt einfach. Und das trägt eben weiterhin zu dieser Wirkung bei. Bei dem Bassshot oder bei der Bassline, die setzt sich aus zwei Spuren zusammen, aber aus drei Layern. Wir sehen hier bei dem Bass Nummer 1, dass der eben zwei Layer aus dem Wavetable hat. Wir hören das Ganze erstmal zusammen an. Und ja, die erste Spur, die setzt sich eben zusammen. Einmal aus dem Subbass hier unten und dann ja so einer fast FM-ig klingenden Square-Variante von diesem Sound, die aber gelocated ist und da drüber sitzt. Beide Sounds haben offensichtlich eine ziemlich langsame Attack-Zeit, verglichen mit dem anderen Bass-Sound, der hingegen eine total, ja, eine 0 Millisekunden Attack-Zeit hat, also sehr transientenreich ist und sich genau da drauf nämlich setzt, ja, um die Transientenrolle zu übernehmen an der Stelle. Somit ist dieser Bassshot einfach ein Layering aus drei Sounds, ein Sub
und ja, ein etwas höherer Square Sound, beide langsame Attack und ein schneller, etwas verzerrterer, mit Obertönen angereicherter, also hier mit Erosion, einem Redux und Overdrive, ja, der den Transient für diesen Bass Shot übernimmt. In Verbindung mit der Kick wird hier doch dieses Ducking, dieses Sidechaining, beziehungsweise das Aussetzen der Bassline auf der 1 wird ziemlich offensichtlich hörbar. Und genau das wird eben maskiert mit den Heads, die auf die Kick gelayert sind. Wenn wir das jetzt mal im Verbund anhören. Ja, dann klingt das Ganze einfach viel, viel besser ineinandergreifend und viel besser verbunden. Dadurch, dass diese Heads obenrum einfach maskieren, dass zwischen Kick und Bass eine Lücke ist. Und auch diese Bassline ist natürlich melodisch immer gleichbleibend, spielt einfach immer ein F, diese 16. Und entwickelt sich auch durch den Track nicht sonderlich viel weiter, sondern bleibt relativ gleich und bringt halt dieses konstante Rollen, einfach immer diesen Groove voran. Und die Bassline ist ein ganz, ganz wichtiges und tragendes Element in diesem Track. Wäre sie nicht da, würde der Track natürlich nicht funktionieren. Aber alle anderen Elemente sind eben so diffus gestaltet, also mit so viel Reverb und Delay und mit so viel Räumlichkeit versehen, damit diese Bassline einfach wirken kann. Und das klappt hier wunderbar an dieser Stelle. Und all diese anderen Elemente sind schon so gestaltet und so designt, dass sie den Platz halt lassen, vor allem auch im Bassbereich und in der Räumlichkeit, in der Tiefenstaffelung, damit diese Bassline sich einfach mit der Kick zusammen durchsetzen kann und ja, tatsächlich Hauptakteur sein kann. Und damit haben wir uns eigentlich die Essenz dieses Tracks oder des Sounds von Bart Skills ein gutes Stück weit erschlossen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Tutorial gute Einblicke habe liefern können, dass ich vielleicht auch euer Interesse an diesem Sound geweckt habe. Wenn das der Fall ist, schaut mal bei uns im Shop vorbei. Das Template Sounds Like Bart Skills ist jetzt erhältlich. Ihr findet dort auf der Produktseite auch den Demo-Track zu diesem Template. Könnt ihr euch das Ganze mal anhören, mal in der ganzen Länge, um zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Und wenn ihr euch das Template kauft und runterladet, dann erhaltet ihr es eben in zwei Varianten, also einmal Ableton Only, einmal mit Serum. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß damit und gute Erkenntnisse, die ihr daraus ziehen könnt. Und dass das für euren Sound und euer Sounddesign, eure Produktion hoffentlich eine gute Grundlage ist, damit eure eigenen Tracks zu verbessern oder von diesem Startpunkt zu starten. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann immer ihr dieses Video schaut. Und sage jetzt Tschüsseldorf, bis zum nächsten Mal.